Gibt es so eine Art Vision bei Ihnen? Wie möchten Sie im hohen Alter leben? Ich weiß gar nicht, ob ich im hohen Alter überhaupt leben möchte, ganz ehrlich gesagt. Aber zumindest möchte ich im Alter hellwach, selbstbestimmt und unabhängig von fremder Hilfe leben. Das wäre mir sehr wichtig. Ist das nicht der Fall, würde ich mich fragen wollen, ob das Leben noch lebenswert ist. Für die Menschen, die dieses Leben trotzdem leben müssen, gilt es so gut wie irgend möglich zu sorgen. Wenn man so den Volksmund zitiert, dann sagt man ja immer, Gesundheit und so weiter, Sport wirkt dem schnelleren Alter entgegen. Wie halten Sie es damit? Ist das für Sie ein wichtiges Thema? Sport ist eine gute Sache. Zu viel Sport kann das Leben verkürzen. Ich erinnere mich stellvertretend an den Laufpapst James Fix, oder hieß er Fox? Nein, Fix hieß er, glaube ich, mit Doppel-X, der das Buch schrieb, Lauf dem Herzinfarkt davon, und dann beim Joggen mit 52 einem Herzinfarkt erlag. Also ob zu viel Sport ein gutes Rezept für ein langes und gutes Leben ist, sei dahingestellt. Man sollte den Sport so gestalten, dass der Körper zwar intakt gehalten wird, aber nicht überbeansprucht wird, dass die Gelenke in Ordnung bleiben, dass die Bänder in Ordnung bleiben, dass man nicht zu viel Ehrgeiz in irgendeinen Rekordwahn setzt, sondern dass man sich ein Sportprogramm verordnet, das sicherstellt, dass man das auch noch im gehobenen Alter durchführen und genießen kann.